Das Bekanntes dieses Grundstücksgeschäft dadurch, dass die Bahn dabei eine Immobilie veräußerte, die ihr nach geltender Rechtslage eigentlich gar nicht zustand. Denn bei der Bahnprivatisierung wurden der neu gegründeten DB AG nur die betriebsnotwendigen Immobilien übertragen. Alle anderen nicht mehr betriebsnotwendigen Grundstücke aber fielen an das sogenannte Bundeseisenbahn-Sondervermögen, um dort zur Tilgung von Altschulden der Bundes- und der Reichsbahn verwendet zu werden. Der dreiste Immobiliendeal der Bahn mit Flächen eines bereits seit Jahren stillgelegten Güterbahnhofs beruht somit auf einer Umgehung gesetzlicher Bestimmungen und geht in voller Höhe zulasten des Steuerzahlers. Vom Flughafen Stuttgart gingen im Juli 2008 ohne jede Gegenleistung 112 Millionen Euro an die Bahn. Der Aufsichtsrat beschloss diese Überweisung, um damit für die Bahn die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern. Das erhöht das finanzielle Engagement des Flughafens um weitere 112 Millionen Euro, während das der Bahn um diesen Betrag sinkt. Bereits im Juli 2001 unterschrieben die Bahn und das Land eine Finanzierungsvereinbarung, die erst im letzten Jahr vom Spiegel aufgedeckt wurde. Das Land unter Federführung des damaligen Verkehrsstaatssekretärs Stefan Mappus schob darin der Bahn rund 300 Millionen Euro zu. Sie bestellte mehr Verkehr im Zusammenhang mit Stuttgart 21 für die Jahre 2001 bis 2010. Ein Zeitraum, in dem allerdings kein einziger Zug für Stuttgart 21 rollt. Das Engagement des Landes erhöht sich dadurch um 300 Millionen Euro, während das der Bahn noch einmal um 300 Millionen Euro abnimmt. Die hinter diesem Deal steckende Vergabe von Nahverkehrsleistungen auf Jahre im Voraus ohne Ausschreibung ist nach geltender Rechtsprechung rechtswidrig. Sie verstößt sowohl gegen Wettbewerbsrecht als auch gegen EU-Recht. Neben Verschiebungen von Geldern untereinander finden sich auch Kosten, die in der offiziellen Projektrechnung gar nicht erst auftauchen, die für die Ermittlung der tatsächlichen Zahllast aber in hohem Maß erheblich sind. Die Kosten für den Bau des zweiten Flughafenbahnhofs werden schon 2002 in der Finanzvereinbarung ausgegliedert. Betragen sie ursprünglich rund 50 Millionen Euro, steigen sie 2008 bei der Nachfinanzierung auf 150 Millionen Euro. Obendrauf. Andere Kosten wurden auf die Stadt Stuttgart abgewälzt. Dazu zählen zum Beispiel notwendige Änderungen bei der U-Bahn, Verlagerungen von Schulen, der vorsorgliche Kauf der Mineralbäder zwecks Vermeidung von Schadensersatzprozessen, innerstädtische Lärmschutzmaßnahmen, Kosten für Stuttgart 21 Propaganda und so weiter. Die Gesamthöhe dieser versteckten Kosten beträgt, äußerst vorsichtig geschätzt, mindestens 50 Millionen Euro. Während Stadt, Land und Flughafen zugunsten der Bahn also immer tiefer in die Tasche greifen, langt die Bahn noch weiterhin, und zwar so richtig. Allein 1,5 Milliarden Euro spart die Bahn nach eigenen Angaben nun schon seit 16 Jahren in Stuttgart und im Gleisvorfeld für die verlassene Instandhaltung, Modernisierungsverzicht und Investitionsrückstau. Auf die Sanierung könne man verzichten, weil sie sich durch den Tiefbahnhof überwiegt. Sicher wäre es unsinnig, Bahnanlagen zu investieren, die ohnehin demnächst wegfallen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Bahn mit diesem Fahren auf Verschleiß Kosten einspart. Die 1,5 Milliarden sind bahnseitig daher uneingeschränkt ergebniswirksam. Hinzu kommt noch, dass die Bahn, während sie die Stuttgarter Bahnanlagen gezielt verkommen ließ, gleichwohl in diesen 16 Jahren in und um Stuttgart die vollen Stations- und Trassenpreise kassiert hat. Diese Aufwendungen wurden von den Bahnkunden über die Ticketpreise und auch vom Land als Besteller von Nahverkehrsleistungen fortlaufend an die Bahn bezahlt. Nur, dass diese Gelder nicht in Stuttgart investiert, sondern andernorts zweckentfremdet wurden. Und noch ein dicker Brocken wartet auf die Deutsche Bahn. Die Erlöse aus A1, der großen Brache direkt vor dem Bahnhof. Diese 16 Hektar große Fläche hatte die Bahn damals nicht an die Stadt mitverkauft, um sie später selbst vermarkten zu können. Ausgehend von den bisher erzielten Verkaufserlösen wird sie damit vorsichtig geschätzt weitere 280 Millionen Euro einstreichen. Auch bei dieser Immobilie stellt sich analog zum Güterbahnhof Bad Cannstatt die Frage, mit welchem Recht diese schon seit vielen Jahren nicht mehr betriebsnotwendige Fläche am Bundeseisenbahn-Sondervermögen und damit am Steuerzahler vorbeigeschoben wurde.
weil die Finanzierungspartner des Projekts Stuttgart 21 vielfach miteinander wirtschaftlich verflochten sind, müssen auch diese Zusammenhänge mit berücksichtigt werden. Hinter der Bahn, dem Flughafen und der Region stehen deren tatsächliche Eigentümer bzw. Gesellschafter, nämlich Bund, Land, Stadt und vier Landkreise aus der Region. Die wirkliche Lastenverteilung der S21-Finanzierung ergibt sich daher erst aus einer konsolidierten Betrachtung. Nutznießer der 2 Milliarden Euro Ergebnisverbesserung der Bahn, soweit sie nicht durch Boni und Erfolgstantiemen des Bahnmanagements abgeschöpft werden, ist am Ende deren alleiniger Eigentümer, der Bund. Ihm wächst die Ergebnisverbesserung der Bahn in vollem Umfang zu. Da dessen eigener Betrag aber nur 1,229 Milliarden Euro beträgt, verbleibt ihm in der aktuellen Kostensituation ein Überschuss von 800 Millionen Euro. Auch die Finanzierung über den Flughafen verschleiert nur die wirkliche Verteilung der Finanzlast. Wenn die 489 Millionen Euro landen am Ende bei den Anteilseignern, 65% beim Land und 35% bei der Stadt Stuttgart. Also hier 318 und da 171 Millionen Euro. Und auch die 100 Millionen Euro der Region belasten am Ende mit rund 26 Millionen die Stadt Stuttgart, während je 18,5 Millionen von den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und dem Rems-Ruhr-Kreis aufgebracht werden müssen. Die gesamte bisherige Rechnung erfolgte rein auf Basis der offiziell genannten Projektkosten. Lediglich die versteckten Zusatzkosten für den Filder Bahnhof und der zusätzliche innerstädtische Projektaufwand wurden dazugerechnet. Diese Rechnung wäre aber nur dann realistisch, wenn auch die offiziell genannten Projektkosten von 4,088 Milliarden Euro realistisch wären. Steigen die Kosten, wird das Ergebnis noch erschreckender. Gemäß Finanzierungsvertrag § 8 Absatz 4 müssen sich in diesem Falle die Vertragspartner über die neue Kostenverteilung einigen. Zu diesen Vertragspartnern gehört der Bund aber ausdrücklich nicht. Er ist, aus erkennbar gutem Grund, kein Vertragspartner des Finanzierungsvertrags. Das ist einfach so. Damit scheidet er als Kostenübernehmer von vornherein aus. Die Bahn ist im Gegensatz zum Bund zwar Vertragspartner, hat aber erklärt, dass bei 4,5 Milliarden Euro Gesamtkosten ihre absolute Schmerzgrenze liegt. Ab da muss man wirklich die Reißleine ziehen. Sie will daher von den bereits absehbaren weiteren Kostensteigerungen maximal noch 278 Millionen Euro auf ihre eigene Kappe nehmen. Dann sei ihr letzter Risikopuffer verbraucht. Flughafen und Region können und wollen sich an weiteren Kostensteigerungen definitiv auch nicht mehr beteiligen. Daher bleiben als Finanziers für den weiteren Kostenanstieg nur das Land und die Stadt übrig. Der Bundesrechnungshof schätzt den Anstieg der Projektkosten auf 5,3 Milliarden Euro. Angenommen, die Bahn übernimmt, wie versprochen, noch Kostensteigerungen bis zu 278 Millionen Euro, verbleiben für Stadt und Land jeweils fast 500 Millionen Euro, davon ausgehend, dass sie diese Mehrkosten je zur Hälfte unter sich aufteilen. Es wäre jedoch auch jede andere Schadensverteilung zwischen Land und Stadt möglich. Das Münchner Büro Viereck und Rösler, das durch eine präzise Kostenschätzung zum Transrapid von sich reden gemacht hat, schätzt aber die Kosten von Stuttgart 21 sogar auf 6,3 Milliarden Euro zum Preisstand von 2008. Angenommen, dass diese Rechnung der tatsächlichen Kostenentwicklung am ehesten entspricht, wären demnach deutlich mehr als 2 Milliarden Euro nachzufinanzieren. Das ergibt für Stadt und Land jeweils Mehrkosten von rund 1 Milliarde Euro. Nach diesen Korrekturrechnungen steht man nun ganz plötzlich vor einer völlig anderen Verteilung der Finanzlast. Der Gesamtbetrag von Bund und bundeseigener Bahn ist negativ. Das heißt, Bund und Bahn erwirtschaften trotz Kostenexplosion einen Überschuss von mehr als 1,5 Milliarde Euro. Sie legen per Saldo also nichts zum Projekt dazu, sondern sahnen sogar noch kräftig ab. Wenn aber Bund und Bahn zu Stuttgart 21 nichts beitragen, bedeutet das, die Schwaben bezahlen die Tieferlegung des Bahnhofs letztlich ganz allein.
Stuttgart, die umliegende Region und das ganze Land Baden-Württemberg. Das finanzielle Engagement des Landes endet nicht bei 824 Millionen, sondern bei gut 2,4 Milliarden Euro. Das ist das Dreifache der offiziellen Zahl. Und das finanzielle Engagement der Stadt Stuttgart beträgt im Falle der Kostensteigerungen nicht 239 Millionen, sondern knapp 2,8 Milliarden Euro, also mehr als das Elffache der offiziell genannten Zahl. Das sind pro Kopf von 4.660 Euro, vom Baby bis zum Kreis. Die Stadt versinkt durch diese Kosten in einer Schuldenfalle. Wollte sie den Aufwand durch später... So, wir warten ja eigentlich noch auf das Gespräch mit Brigitte Lösch. Gerade sehe ich aber noch, dass Ralf Latenzer auch noch erscheint. Und der noch fehlenden Altlastensanierung. Ob er auch noch zum Gespräch kommen wird, weiß ich nicht. 30 Millionen Euro erlösen. Noch nicht einmal ein Drittel dieses Erlöses ist selbst bei trostlosester Großblockarchitektur realistisch. Die Stadt Stuttgart, die schon jetzt nur noch durch immer neue Schulden über die Runden kommt und sogar ihre Schulen verkommen lässt, verspielt mit dem milliardenteuren Bahnprojekt Stuttgart 21 ihre eigene Zukunft. Hallo, so, jetzt haben wir da mal gesehen, wie die eigentlich von vorne bis hinten beschissen, oder? Ja? Also, der Grube verdient an dem ganzen Scheiß auch noch Geld, der zahlt nichts, der kriegt noch Geld, zahlt, ja? Und wie gesagt, jetzt haben wir hier die Expertin da, unsere Brigitte Lösch. Ich kann jetzt mal eventuell mehr dazu sagen, weil du blickst da ja eigentlich gerade wieder durch, wer wie wem jetzt da Geld zugeschätzt hat. Brigitte, du warst seit Anfang an dabei, du hast auch noch auf der Fläche gesteckt damals. Aber ihr seid ja von einem ganz anderen... Ich bin ja nicht gestreckt, mir nicht zugestimmt. Okay, ihr habt nicht zugestimmt. Okay, stopp. Aber die andere hat zugestimmt, aber die hat praktisch ein Ferrari bestellt zum Daimler-Preis und kriegen jetzt ein Trabi. Nichts gegen Trabis, aber... Nein, aber im Alltag, weißt du, ohne elektrische Fensterheber und so. Ja. Und ohne Sitzheizung, genau. Genau. Also, seit Anfang an dabei bin ich nicht, weil ihr wisst ja, schon 1994 ist das Projekt in Stuttgart kritisch begleitet worden. Da war ich aber noch nicht in Stuttgart, da saß ich noch im schönen Geisling an der Geislinger Steige und habe mich gegen die Heimautstraße als Gemeinderätin in Geislingen ausgesprochen und hätte nicht gedacht, dass 20 Jahre später mich das Thema noch irgendwann mal wieder einholt. Ich bin grüne Landtagsabgeordnete seit 2001 und war in der Tat in der letzten Legislaturperiode mit dabei, wo die Finanzierungsvereinbarung im Landtag abgestimmt worden ist. Und außerdem Grünen haben alle anderen drei Fraktionen dieser Finanzierungsvereinbarung zugestimmt. Und das war ja jetzt eigentlich ein toller Film. Und in dem Film hat man ja nochmal ganz genau gesehen, dass Stuttgart 21, ich sage es immer so, und will es heute Abend auch noch das letzte Mal vielleicht sagen, das dümmste, das größte und das teuerste Projekt Deutschlands ist. Stuttgart 21 hat null Vorteil. Und was uns die Bahn alles versprochen hat, also versprochen, schneller. Jetzt, wenn man weiß, wo die Fahrzeiteinsparungen herkommen, das hat ja gar nichts mit dem Bahnhof zu tun, sondern das hat ja was mit der Neubaustrecke zu tun. Und das hat übrigens das hochheilige SMA, also die Gutachterunternehmen aus der Schweiz, das hat die Frau Tanja Gönner, an Frau Gönner kann man sich ja vielleicht auch noch erinnern, seinerzeit schon in Auftrag gegeben, eine Untersuchung, welches Modell leistungsfähiger ist und wo rausgekommen ist, dass eigentlich unser Kopfbahnhof im Endeffekt leistungsfähiger ist, hat sie gesagt, Gutachten, streng vertraulich, ganz unten rein in die Schublade und nie wieder aufgetaucht. Also, Stuttgart 21 hat weder verkehrliche, noch ökologische, noch finanzielle Vorteile. Und zum Thema Finanzierung. Ihr habt es gerade gesehen, dass die realistischen Kosten von Stuttgart 21 wahrscheinlich bei 6,3 Milliarden Euro liegen. Das hat das